Hallo und herzlich willkommen beim Augenzentrum TV. Augenzentrum TV. Was ist eigentlich das Augenzentrum? Hier speziell ist es das Augenzentrum Währing, das auf meinem Mist sozusagen gewachsen ist. Um was geht's da? Ich möchte euch kurz die Geschichte erzählen. Mein Vater hat das Geschäft, das Optiker-Lorenz-Geschäft, einst von jemandem übernommen. Da waren wir noch am Währinger Gürtel. Ganz eine kleine Quetschen, da haben wir Brillen en masse verkauft. Aber von Kontaktlinsen oder sonstigen Service war da noch überhaupt keine Rede. Dann sind wir in die Gänzgasse gezogen. Mein Vater hat das dann dort großgezogen und etwas ausgebaut. Aber ich habe das Geschäft, wie es hier steht, schon immer im Auge gehabt. Ich wollte immer etwas Größeres, mit einem größeren Service, besseren Service, für euch speziell, und Kontaktlinsen. Kontaktlinsen ist mein Steckenpferd. Das wollte ich immer haben und immer ausbauen. Und auch spezielle Services rund um die Kontaktlinse anbieten. Was ist dann passiert? Auf einmal ist das Lokal hier frei geworden und wir haben das übernommen. Und ich habe das speziell von meinem Vater übernommen und aufgebaut. Aufgebaut auf Brillen, heimische Brillen. Speziell kleine Manufakturen, keine großen, Kollektionen, sondern wirklich heimische Hersteller und rund um Österreich, das ist mir ein Herzensanliegen. Und Kontaktlinsen, ganz ein wichtiges Thema. Alles rund um die Kontaktlinse. Spezielle Kontaktlinsen, egal ob eine starke Hornhautverkrümmung oder sonstiges, das findet ihr alles hier. Und die optimale Versorgung rundherum, das heißt Kontaktlinsen, Pflegemittel und alles, was dazu gehört. So ist die Geschichte vom Augenzentrum entstanden und so läuft sie weiter. Und wir werden es für euch weiterführen. Ganz wichtig, wenn euch das gefallen hat und ihr weiterhin Augenzentrum TV schauen wollt, ich bitte euch um ein ganz dinkes Like und bitte abonniert uns, würde mich sehr freuen. Und außerdem, wenn euch irgendwelche Themen brennend interessieren, bitte hinterlasst unten in der Kommentarleiste ein paar Kommentare, die ich mir dann mit meinen Kollegen anschaue, wir es bearbeiten und die für euch dann natürlich erklären. Danke, tschüss.